Ja, wir haben gerade ein Problem. Ich bin jetzt leider durch den Boden durch. So, hallo Freunde. Heute geht es darum, dass ich meinen Unterboden, also meinen Boden lackieren möchte. Was ich auch im vorigen Video schon gesagt hatte. Ich habe mir noch tatkräftige Unterstützung geholt. Da kommt er gerade. Und dann wollen wir erstmal anfangen mit dem Ausbauen. Und dann geht es eigentlich direkt weiter. Weiß ich nicht, weil wir dumm waren. Jetzt sind wir auf den ersten Cut gleich schon. Ja! Ja! So Freunde, jetzt haben wir das Spektakel sozusagen vor uns und wir reißen den Boden, den ursprünglichen Boden jetzt mal raus und dann könnt ihr euch das Spektakel auch mal anschauen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das schrubben wir jetzt ordentlich mit der Flex ab, mit so einem Drahtbürstenaufsatz und dann wird das mit Hammerit alles komplett einmal neu gestrichen. Das ist extra so ein, eigentlich für Zäune und so. Aber damit kann man halt über Rost auch drüber gehen und so. Da habe ich extra im Baumarkt nachgefragt, ob das auch funktioniert und so. Jetzt wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, was wir hier benutzen. Wir haben eine Flex von Makita mit so ein paar Aufsätzen und schauen mal, ob das funktioniert. Also wir wissen das selber noch nicht so ganz genau. Aber ich denke, besser als mit der Hand, irgendwie mit der Drahtbürste oder so. Und dann könnt ihr auch mal sehen, ob das klappt oder nicht. Holy shit! Ja, wir haben gerade ein Problem. Ich bin jetzt leider durch den Boden durch. Man sieht sogar auf dem Bild. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen was überlegen, was wir da noch dran machen. Hier haben wir jetzt den ganzen Schutz nochmal abgemacht. Komplett. Um hier auch nachzulackieren, die beiden Stellen zum Beispiel. Und dabei haben wir gesehen, dass irgendwie eine komplette Ameisenplantage da war. Also alles war voller Erde. Ich kann echt nur empfehlen, einmal irgendwie alles auseinanderzubauen bei euch. Zumindest wenn ihr so einen alten Transporter habt oder so. Den Keller hinten. Und da echt mal alles zu befreien von Modder und von Erde und was weiß ich, was da alles drin war. Ja. Wir haben jetzt begonnen gerade mit der Farbe auftragen. Ich werde jetzt einfach ein bisschen Fett da drauf tragen, so dass natürlich irgendwie keine Bläschen entstehen und so. Aber zumindest, dass alles wirklich abgedeckt ist. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir noch ein Blech drauf gesetzt, weil da war ein kleines Loch, was ihr eben gesehen habt. Und wir haben extra einen Experten gefragt, so einen Karosseriebauer, ob das schlimm ist, das Loch. Der hat behauptet oder gesagt, dass das nicht so schlimm ist. Da können wir ein Blech drüber kleben, wenn wir das, den Rost wegmachen. Und dann muss das von unten mal irgendwann geschweißt werden. Das machen wir dann auch irgendwann. Ja, jetzt werde ich erstmal alles vollkleistern. Und dann zeige ich euch gleich, wenn es fertig ist. Ich kenne das schon. Ich, von der Fibo. So Freunde, jetzt ist der erste Anstrich fertig. Man kann das ganz gut erkennen, denke ich. Und nach mindestens 4 Stunden kann man nochmal einen zweiten Anstrich machen. Werde ich auch wohl mal versuchen. Ich weiß nicht, ob ich überall rankomme, weil ich ja nach der Zeit wahrscheinlich noch nicht drauf treten kann. Sonst klebe ich da dran fest oder so. Die Zeit werde ich euch natürlich nicht stehlen und euch nicht zeigen. Aber jetzt habt ihr so mal den Grundstrich gesehen, wie das aussieht. Jetzt lasse ich das wahrscheinlich eine Woche lang so trocknen. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. So, Freunde der Sonne, wir haben jetzt Dienstag. Das heißt, wirklich 3 komplette Tage waren dazwischen, nachdem ich das alles gestrichen habe. Und ich wollte euch das jetzt noch einmal zeigen. Es sieht gar nicht
viel anders aus als im nicht trockenen Zustand. Ich finde es echt ganz cool so. Ich bin ganz froh, dass es so gut geklappt hat alles. Dort vorne, da war das Loch und da ist jetzt die Platte drüber. Man sieht es so fast überhaupt nicht. Ja, und der ganze Rest sieht echt gut aus. Ich mache das jetzt alles nochmal schön sauber, pack dann die Abdeckung wieder oben drüber und dann lasse ich erstmal aber alles raus, weil kommt auch schon wieder das nächste Video. Und zwar mache ich dann die Dämmung fertig. Und zwar sollen hier hinter komplett überall soll Dämmung rein. Aber das könnt ihr dann sehen, wenn ihr dran bleibt. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr Interesse habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Dann sehe ich immer, ob es euch gefallen hat oder nicht und ob es euch angesprochen hat. Alles klar. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Haut rein. Jetzt ist natürlich Frauchen nochmal rausgekommen und macht nochmal ein bisschen genauer alles, damit ihr auch mal schauen könnt. Falls ihr noch irgendwelche Stellen gesehen habt auf dem Video, die sind jetzt gleich alle weg. Wir haben nochmal die ganze Fläche untersucht. Da sind die ganzen grünen Stellen jetzt weg, wenn nur noch welche waren. Und hier wird es jetzt auch nochmal vernünftig gemacht alles. Also falls ihr noch irgendwas gesehen habt, jetzt ist es alles weg.